Und ja, ich kann meine Super-Duper-Fähigkeit verwenden, aber das will ich ja jetzt gar nicht. Ja. So. Kettenschwert will ich nicht. Oh, nimm's so, wie es ist. Und dann wird es schon irgendwie. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. So. New. Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet. Mach ein bisschen schneller. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Wirklich? Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. Ja, dann mal auf. Ups. Ich glaube, ich hing da gerade so ein bisschen fest. Also, so dass er mich auch in die Höhe hätte mitgenommen. Da, der Primärschild ist offen, Captain. Gehen Sie in die Zentralkammer. Bin doch schon drin. Alarm. Xenos geortet. Space Marines! Captain, der Warboss. Space Marine! Was versteckst du hier unten? Das, das ist auf mich! Ich will es! Yeah. Halten Sie die Grünhäute fern, Captain. Ja, ich bin doch schon dabei. Kommt gleich aus dem Generator. Kacke, 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 kacke. Ich komme hier nicht weg. Alter, das tut voll weh. Ich muss da ran. Und bam! Schneller drücken! Oh, lass das! Oh, so. Komm und hol mich, Space Marine! Geht doch! Ich bin doch schon da und hole dich! Was willst du denn noch von mir, Junge? So. Und drauf. Zeit zu sterben! Geht doch! Warum habe ich denn vorhin solche Probleme gehabt? Mir kannst du nicht abhauen, Space Marine. Ich will auch gar nicht abhauen. Und jetzt zur Servitorstation und aktivieren. Ich nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Alter. Ihr kleinen Mistbeppos. So, out of. Wie heißt es? Granaten? Immer mit der Energieachse, immer drauf. Trifft keinen Falschen hier. So, ich muss hier einen Knopf drücken. Erfundene Ding willst du, Space Marine? Dann nehme ich das für mich. Das war's, tot. Alarm. Leere Gebäude. Der Ort bringt uns alle um. Ja, das merke ich. Zwingen Sie die Quelle in den Kanister. Schnell! Alter. So, Energiequelle aufnehmen. Das brutzelt. Das kribbelt in der Hand. Okay, Energiequelle gesichert. Sidonus, Leandros, bitte melden. Kapitel 7, Herz der Finsternis. Der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich habe seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. Gut, dann flüchten wir mal aus der Kanalisation. Wie auch immer wir das anstellen. Ox. Ganz viele Ochse. Guten Tag. Ich hau hier mal ein bisschen drauf, ne? Trifft keinen Falschen. Würde ich mal meinen.
Booyah. Haben wir Munition. Und Granatin. Granate. So. Wir sind, glaube ich, vorhin irgendwo die Orks lang gelaufen, ne? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Munition. Noch mehr Munition. Wir haben schon genug Munition, okay. Aktivieren wir mal die Tür. Nachladen. Oh, muss immer noch nachladen. Hüpf doch mal nicht so von links nach rechts hier. Was soll denn das? Aua. So. Zu voll. Lade nach. Ja, ich hol dich ja schon. Bitte warten. Booyah. Doppel-Booyah. Nee, Space Marine. Das ist Einzahl. Das lernt ihr Orks auch nochmal. Eventuell. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir irgendwie mal gegen diesen großen Ork-Boss da kämpfen. Aber nö. Ist wohl noch nicht an der Zeit. So. Warte noch. Ach, hab ich jetzt schon. So. Wow. Was sind da neue Orks? Ich gehe schon. Ups. Doppel-Ups. Die haben Spaß beim Sterben. Die sterben immer so schön explosiv und so, weißt du? So. Bam. Mit Bäm in die Frise. So. Dann wollen wir mal, ne? Wo ist denn hier einer? Da oben. Der kleine Heckenpenner. Der pennt jetzt in einer anderen Ecke. In der neben den Schafen, zu denen ich ihn dauerhaft geschickt habe. Noch mehr Granatin. So, da muss ich lang. Da ist noch Munition und so. Okay. Ich gehe da mal. Das Space Marines. Den Space Marine. Guten Tag. Noch mehr? Kommt doch bestimmt gleich irgendwo einer von oben hier runter. Genau. Oh Gott, auch noch so einer. So einen habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, haben wir ja doch noch irgendwie geschafft. So. Mach auf die Tür. Ich habe alle Zeit der Welt zum Zielen. So. Blöd ist halt immer nur, dass wir in dem Gewehr halt nur 40 Schuss haben. Wieso braucht er denn zwei Schuss? Finde ich nicht okay. Ganz ehrlich, finde ich nicht okay. Hier runter, ja? Komm ich nicht hierher? Sieht doch alles gleich aus gerade. Immer auf den gut gepanzerten hier. Oder halt auch nicht. Ich werf hier mal was hin und nochmal und mehr davon und hau einfach mal ein bisschen drauf. Alles, was ich damit tot haue, ist gut. Das musste zensiert werden, deswegen war da nichts zu sehen. So. Gibt's hier Munition? Sieht gut aus.
Oh Gott, was kommt denn da alles? Ich mache aus euch Ork-Gulasch. Vielleicht, eventuell, wenn ich jetzt mich nicht zu doof anstelle und vielleicht ein bisschen Schild regenerieren kann und nochmal eine Granate dahin werfen, weil es so toll ist. So, ein bisschen heilen. So. Und da auf euch hier einfach drauf. So. Es musste sein, sonst wäre ich jetzt gestorben. Da ist halt auch so ein Dicker dabei. Du. Axt im Kopf. So. Das war ein bisschen sehr knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ich will hier nur mal gucken. Guck mal, da ist doch hier wieder so ein Audiolog. Ich hatte recht. Seit Tagen habe ich das Signal hinter der Sonne verfolgt. Transmechanikus erster Klasse Alaric habe ich nichts gesagt. Ich wollte mich nicht lächerlich machen. Und heute hörte ich Stimmen. Das Signal ist eine Ork-Flotte auf dem Weg nach Graia. Dann habe ich es Alaric gesagt. Ihr hättet das Entsetzen in seinem Gesicht sehen sollen. Hätte er mir vor einer Woche geglaubt, hätten wir mehr Vorlaufzeit gehabt. Er hatte Unrecht, ich hatte Recht. Endlich. Tja. Aber zu welchem Preis? Alle tot. Da kommen gleich ein paar von diesen Explosionsviechern. Noch einer gleich. Oh shit, direkt vor mir. Warte noch. Okay, ein bisschen zu früh getötet. Warte noch. So. Eigentlich wollte ich halt, ne, mit der Explosion ihn hier ein bisschen schaden. Hat auch eher schlecht als recht funktioniert. So. Bam. So, ich habe hier ein Statement gesetzt. Das kann man auch immer so stehen lassen. So. Hallo. Oh, was gibt's denn hier, was Süßes? Adeptus Astartes erkannt. Alpha gegen Melter austauschen. Melter freigeschaltet. Der Vulkansturm Schema Melter feuert molekular angeregte Hitze über kurze Entfernungen. Diese Schusskraft geht auf Kosten geringer Munitionsvorräte und einer langen Nachladezeit zwischen den Schüssen. Selbst hier ehren die Tech-Priester ihren Maschinengott. Ui. Also eine Art Schrotflinte, ja? Okay. So. Also die haut schon ordentlich rein. Selbst bei den etwas gepanzerten hier. Das ist schon nicht verkehrt. Munition. Das halt bei den anderen Gepanzerten hier auch nochmal irgendwie was Positives auswirkt, müssen wir halt mal herausfinden, wenn es dann soweit ist. Mein Gefühl sagt mir, dass es sehr bald dazu kommt. Wir haben fast keine sterile Kleidung mehr. Ich habe die Brandopfer noch nicht behandelt. Das können Sie nicht. Geben Sie ihnen Schmerzmittel. Das war's. Ich bin ein Magos Biologis. Keine Wunde und kein Leid ist unheilbar. Aber das ist eine Notsituation. Beobachten, analysieren und entscheiden, wen wir retten können. Also, Triage, ja.
Okay. Ich stampfe mir hier meinen Weg so durch, ne? Ich denke, das ist okay. Guten Tag. Wo laufen sie denn hin? Warum laufen sie denn jetzt weg? Sie haben einen Fahrstuhl. Geht ja hier schon. Kommen wahrscheinlich gleich mit Verstärkung runter, oder? Bei meinem Glück bestimmt. Oder ich darf den folgen mit meinem Fahrstuhl. Ui, toll. Dann machen wir es halt so. Wie weit geht denn das jetzt hier hoch? Oh, bis zum Ladebildschirm und noch viel weiter. Oh, was ist das? Adeptus Astartes erkannt. Zugriff autorisiert. Sigillum Sanctum. Irgendwas Heiliges. Überlegene Wildheit freigeschaltet. Weiß ich, ob ihr mit Zeit arbeitet. Überlegene Wildheit. Der Wildheitsmodus verbraucht Wildheit nun deutlich langsamer. Nutzen Sie diesen Vorteil, um die Feinde der Menschheit zu vernichten. Nutzen Sie links und rechts, um in den Wildheitsmodus zu wechseln. Okay, ja, also. Ich habe mehr Zeit, das Ding zu verwenden. Okay. Overpowered für einen längeren Zeitraum. Warum auch nicht? Ups. Lassen das. Hau doch mal in die richtige Richtung. Oh. Gehen wir ein bisschen auf den Keks hier, ne? Mit ihrem nicht anvisieren können und so. Ja, also, Schrupfende ist schon. Also, Schrupfende-artig ist etwas. Schon nicht verkehrt. Alter. So, ich muss hier mal ein bisschen Leben haben. Dankeschön. Noch mehr Leben? Was? Warum? Ach, da war so ein Explosionsviech. Ach du Kacke, okay. Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Das war zu viel des Guten. Das habe ich jetzt wieder. Ja, ja, überlegene Wildheit hier, überlegene Wildheit da. So. Nehmen wir mal den Bolter. Einfach mal hier ein bisschen in Deckung bleiben, vielleicht. Ich werde die ganze Zeit hier von der Seite angeballert. Ich weiß nicht von wo genau. Ja, ja, ihr seid ganz feine Orks. Wisst ihr, wann ihr am feinsten seid? Im Tod seid. Ein toter Ork ist ein guter Ork, ganz wohl, ne? Ups. Bam. Da kommen noch mehr Ochse. Das ist nett. Booyah. Wer schießt denn da unten so blöd? Ihr schießt da unten so blöd. Okay. Finde ich nicht gut. Bitte mal. Jetzt haben wir halt nur natürlich kein Scharfschützen-Gedöns-Zeug mehr, ne? Alter. Mit dem Ding auch treffen. Auf die Entfernung vor allem. Die weichen ja bis dahin schon fünfmal aus. Aber ich glaube, das Ding explodiert dann halt erst ein Stückchen später. Oh. Ich habe da wieder so einen Hundi gehört. Lade nach.
Wo ist er? Da kommt er. Booyah. Wow. Irgendein großes Geschoss. Ein Granatenwerfer oder sowas. Da. Du hier. Wow, so wollte ich das nicht. So, musste jetzt sein, weil es war mir zu knapp. Bitte warten. Gegner wird umgehauen. Bitte warten. Ja, ist ja gut. Bitteschön. Auch Schüsse für dich. Völlig umsonst. Kannst du mitnehmen. So. Okay. Orks im Abschlachtmodus. Titus. Seid gegrüßt, Brüder. Irgendeine Idee, wo wir sind? Wir müssten uns einem Ausgang zur Oberfläche nähern. Die Luft riecht etwas sauberer. Ich kann keine Tunnel mehr sehen. Verschwinden wir und finden den Inquisitor, bevor die Orks es tun. Aber echt. So, seltsamerweise geht jetzt hier das Licht an. Typische Spieletüren. So. Aber ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht und ob wir den Inquisitor dann wiederfinden, das finden wir dann raus in der nächsten Folge von Warhammer 40k Space Marine. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.